Vielleicht war man am Ende doch zu übereilt und hat zu viel gewollt. Noch vor der Sommerpause sollte der Deutsche Bundestag Anfang Juli über eine Neuberatung des assistierten Suizids beraten und entscheiden. Entschieden haben sich die 700 Abgeordneten. Sowohl ein Antrag, der die Sterbehilfe weiter im Rahmen des Strafgesetzbuches regeln wollte, als auch der Vorschlag, der das Recht auf Hilfe zur Selbsttötung unter gewissen Voraussetzungen straffrei stellen sollte, fielen bei den Abgeordneten durch. Immerhin sprach sich die Abgeordneten mit überwältigender Mehrheit für eine Stärkung der Suizidvorbeugung aus. Dass beide Gesetzentwürfe die notwendige Mehrheit verpasst haben, verlängert den unglücklichen Schwebezustand, in dem man sich seit Urteil des Bundesverfassungsgerichtes seit 3 Jahren befindet. Ja, eigentlich müsste man enttäuscht sein. Dennoch muss man die demokratisch getroffene Entscheidung akzeptieren. Die Entscheidung über die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebensendes ist schwierig und kompliziert. Positiv festzuhalten bleibt an dieser Stelle, mit welcher großen Disziplin sich die Abgeordneten diesem Thema gestellt haben. Die Zeit scheint noch nicht reif zu sein für einen mehrheitsfähigen und damit endgültigen Beschluss. Das entbindet aber alle Verantwortlichen nicht davon, weiter intensiv auf eine Regelung hinzuarbeiten. Wir brauchen diese Regelung nicht nur, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass es eine Neuregelung geben soll, sondern auch die Verantwortlichen in Kliniken, Hospizen, Alten- und Pflegeheimen sind mit der Problematik oft konfrontiert und diese Unsicherheit muss beendet werden. Durch die Nichtentscheidung der Abgeordneten ergibt sich aber jetzt auch die Möglichkeit, weiter intensiv über neue rechtliche Regelungen für den assistierten Selbstmord zu beraten. Vielleicht gelingt es ja in den kommenden Monaten, eine von der Mehrheit getragene Regelung zu finden. Diese muss frei von Eile und Druck getroffen werden. Es bleibt zu hoffen, dass weiter intensiv über dieses Thema diskutiert wird und unsere christliche Perspektive mit in die Diskussion hineingetragen wird. Alles Gute, Gottes Segen, Ausschluss, Amen.